Aber etwa netten Außerirdischen, der uns hier einfach dann zurückgebracht hat. Und es scheint das so. Oder war das bei der anderen? Nee, das war hier. War das doch bei der anderen? Ich hab gerade so eine komplette Orientierungslosigkeit. Das ist ganz schlimm. Hier ist zumindest jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Toll. Also im Kreis laufen bin ich schon mal gut. Aber wir sollten uns ja eh hier nicht zu lange aufhalten. Das haben wir ja inzwischen gelernt. Ansonsten verhungern wir und verdursten wir. Hier war doch... Ja, hier war die Plattform. Dann ist da das Ding. Erstmal auftauchen. Verdammt. Das ist nicht. Das ist hier oben. Irgendwo war doch da was. So die Tür, wo man nicht reinkam. Okay, wir gehen jetzt zurück. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht war das auch bei den anderen Basis, bei der Bergbasis, wo wir da irgendwo tauchen mussten. Wahrscheinlich war das sogar da. Ich sehe gerade nicht. Danke. Aber wir haben eigentlich auch eine Taschenlampe. Ja. Jetzt würde ich gerne zu meinem U-Boot zurück.
Ich glaube, das war sogar beim Bergwerk, was ich jetzt meine, wo man nicht reinkam. War ja auch so eine komische grüne Wand. So ein Eingang, aber da kam man ja halt ja irgendwie nicht richtig rein. Müsste beim Bergwerk gewesen sein. Also Richtung Heimat. Mit dem Bergwerk. Boah, wo war das? Okay, in etwa weiß ich es. Also in etwa. Das wird noch lustig. Das wird noch richtig lustig. So die kleinen Seeäffchen. Zumindest klauen die uns nichts, wenn wir hier drin sind. Wir gegen unsere Raumschiffe müssen ja auch nicht hier die ganze Zeit fahren, also schwimmen. Ist ja auch schön, schön für die. Können wir was Neues bauen, das sollte ich vielleicht nicht vergessen. Welcome aboard, Captain. Wir sollten unser Raumschiff reparieren. Das kommt auf die 5. So ist es besser. Vor allem hier kommt dann auch noch wahrscheinlich was hin. Dich muss ich noch ein bisschen ausbauen. Natürlich. Das ist so. Wir haben natürlich immer alles voll. Ach ja. Warum sollte es auch anders sein, dass wir mal nichts voll haben? Zumindest die Akkus sind voll. Die Batterien. Könnten eigentlich Richtung Bergwerk jetzt noch mal schauen. Aber wir sollten denn noch was essen. Das werde ich jetzt überhaupt nicht vergessen. Und hier ist auch noch Platz. Ich beschwere mich, dass wir keinen Platz haben. Wir haben ja aber hier noch Platz. So. Boah. Hab's leer gefuttert. Gesehen, machen wir dann so einen kleinen Garten, wo wir hier vor allem die hier machen.
Dass wir jetzt eigentlich unsere Luke nicht mehr brauchen, ist schon merkwürdig. Ich wollte noch was bauen. Das ist so, ich bin total nicht bei der Sache gefühlt. Wir haben noch neue Rezepte. Faser gewesen und Silikongummi. Laserschneider hätten wir auch, aber Diamanten haben wir eh keine. Wo war das? So. Wir brauchen Fasergewebe. Fasergewebe kriegen wir durch Schlingpflanze. Das ist ein Kabelsatz und das andere ist einfach nur... Okay. Können wir eigentlich ja, Kabelsatz schon mal herstellen. Silber. Laternenfrucht. Brauchen wir auch nicht. Haben wir auch nicht gebrauchen. Brauchen wir mehr als nur eine. Yay, hier haben wir alles. Kabelsatz. Einfacher Kabelsatz, wie ich das sehe. Dann Schlingpflanzenprobe, zweimal eine. Silikongummi. Hatte ich nicht genug Platz für die zweite? Ich hatte nicht genug Platz. Jetzt weiß ich, was das glaube ich auch irgendwo. Hatten wir nicht auch irgendwo hier. Wir hätten auch Fasergewebe gehabt. Ich wollte schon sagen. Naja, passiert halt. Schwimmflossen, Thermoanzug malt immer noch nicht. The rebreather facilitates extensive free diving by recycling air more efficiently at significant depths. Breathe the freedom. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir können jetzt länger unter Wasser aushalten. Batterie entnehmen. So. Du kannst in Ruhe aufladen. Noch irgendwie was Wichtiges? Nein, 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 nein. Ja, den Pinguin wollte ich ja machen. Mr. Pinguin. Der hat für den letzten Bereich bezüglich Ursprung von des Notrufsignals.
Brauchen wir denn für Mr. Pingu? Wo haben wir Mr. Pingu eigentlich? Hier. I have determined the location of some important technology. I implore you to investigate. Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. Signal location uploaded to PDA. Oh, neue Orte zum Entdecken, sehr schön. Zwei Kabelsatz, brauchen wir Kabelsatz Silber und wir brauchen Kupfer. Das ist aber doch, das ist Kupfer. So. Und wir brauchen einen Kabelsatz. Was ist das Ding? Was soll ich sagen? Geräte, Sperrpinguin, Fernsteuerung. Und ein Sperrpinguin. Without spy penguins. Scientists may have never discovered that penguins incubate their eggs in small cave burrows, often alongside thermal lily roots. Okay. Zwischen Thermenlinien. Ja, auch nicht uninteressant. Süß auf jeden Fall. Wir haben Erbauerartefakt X3. Okay. So, hier kommen wir ja nicht mehr raus. Und wir können in das alles lösen. Wo ist denn das? Erbauerartefakt? Ah, da. Ist ja gar nicht mal so weit weg. Ich könnte hier die Batterien rausnehmen. Die sind doch bestimmt wieder. Keine Sea Monkeys? Rechts sein. Ach, das haben wir hier schon. Okay. Aber das hält ewig. Thank you.
schön. Ich habe keine Ahnung. Das hält auf jeden Fall lange an, aber... alles geklaut. Hm? Oh, wow. Ist okay. Das andere? Nö. Sind also auf einmal friedlich. Warum auch immer die jetzt auf einmal nett sind. Also hier unten soll das irgendwo sein. Vor allem bei Nacht sehe ich das natürlich auch prima. Also gesehen muss ich ja tiefer. Schubkanone, ich finde mich hier nicht zurecht. Was ist das Ding?
Ich habe so gesehen das Problem, ich finde hier gar nicht mehr zurecht. Ist hier drüben irgendwo. You found is more than just an artifact. It will help me follow the traces my people left on this planet. I'm glad it could help. I know you would still prefer me to have a corporeal form of my own. Well, yes. If you continue searching, I may regain some of my connection to the network, piece by piece. Okay. Propellerfisch, okay. Jetzt würde ich jetzt hier rauskommen. Ah, sehr schön. Ab nach Hause, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir eine Schubkanone. Ob die gut ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben sie. Scheinbar sind die Seemonkeys jetzt nett. Ich auch nichts gegen habe. Das Geschenk eines Seekobolds. Mal gucken, was. Wir haben wieder einiges an Titan. Ein bisschen Zeug. Das haben wir so gesehen jetzt abgeschlossen. Das fehlt. Wir brauchen so gesehen Bojen. Aber uns geht das Kupfer, oder wir haben keinen Kupfer. In Gold. Haben kaum Kupfer. Es ist irgendwie traurig, wenn man keinen Kupfer mehr hat. Aber naja. Vielleicht halt irgendwie auch für uns. Natürlich fehlt hier wieder was. Ich brauche zwei Kupfer dafür. Ich weiß nicht, was Titan haben wir eigentlich. Nur keinen Platz. Ah, jetzt. Einfach für den Fall der Fälle, dass wir was haben. Das muss jetzt sein.
Vor allem unsere Seegleiter ist ja schon wieder. Unser Seegleiter frisst die Batterien wie nichts Gutes. Batterien nehmen. Wo haben wir die? Da. Wir haben ja auch neue Nachrichten und alles. Mal gucken. Technik. Fahrzeuge. Schneefuchs. Schick. Schneefuchs wie Schwebe-Rampe, okay. Das ist im Aufstand. Die Schwebe-Rampe dient mit ihren Gelenkarmen der schnellen Montage zur Reparatur von Schneefüchsen. Das Affen geschieht durch die Umwandlung von magnetischer und thermischer Energie. Am Horizont wird jetzt für eine landgestützte Operation bei niedriger bis mittlerer Schwerkraft eingesetzt. Okay. Schubkanone, Thermoanzug. Der Thermoanzug ist konkurrenzlos beim Schutz in kälteren Klimazonen und die Allergien für Bedienung unter Null. Pilzfutterung ist natürlich. Wärmeübertragung dreifach, laminierte Dichtung in einer Öffnung geeignet bis 133,8 Kelvin. Selbstregulierende Inkompressor. Sehr gut. Der Speerkühn bietet Forschung neu möglich für die Zunge natürlichen oberirdischen Lebensräume. Es ist besonders effektiv bei manövrierenden reichen Bereichen für Menschen, die sonst zu klein sind. Okay. Die Schubkanone. Okay, die Schubkanone erlaubt den Tschechen, die Schwerkraft in die Entfernung von bis zu 20 Metern zu manipulieren. Sie wird häufig im Bau von Bergbau eingesetzt, um Materialien zu bewegen. Abzug einmal betätigen und entwickelt von bis zu 15 Gewichtsklassen und anzuheben. Das Objekt kann nur sicher aus der Schwerkraftstrahl entfernt werden. Allerdings kann der Abzug ein zweites Mal betätigt werden, um das Objekt mit hoher Geschwindigkeit vom Gerät wegzuschleudern. Okay. Sollten wir vielleicht machen. The sea monkeys have changed their tune. If only I could let them know what I need. Maybe they could bring me something useful next time. Vielleicht. Geologiedaten. Baumschlot. Okay. Erzerisch mit der lockeren Gestein. Losgesetztes Frackstück. Tiere, fremde Daten. Würfel der Erbauer. Wasseranalysator. Fremde Roboter. Erbauer Teleporter. Stimmt ja, der Teleporter, der hat ja nicht funktioniert. Speichermedium. Hatten wir nicht irgendwie auch... Genau hier, wir hätten doch eine neue Karte bekommen. Karte des Gletscherbeckens. Das hilft mir nicht. Okay, und soll mir jetzt helfen? Irgendwie nicht so richtig. Altera Personal, Dr. Selters.
Zetterlandun. Okay. Team beginnt mit T. Okay. Gespräch mit Danny über Forschung. Die Pinguinzentrale. Hi, you. How's everything at Penglin Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. Vital signs stabilizing. Was hat er denn? My people exist as an intertwined network across space. It enables us to understand what each component needs and feels. It takes the uncertainty out of communication. I find myself missing that feeling. I felt the presence of some of the network when we found this artifact. Hopefully, if we find more, I can get a better sense of it. Ja, erstmal finden. Aber ich habe ja so eine Idee, wo noch was sein könnte, da wo mir halt nicht reinkam. Aber das sehen wir halt in der nächsten Folge. Da bin ich schon wieder drüber. Also bis dahin. Sieht sich.